Hallo, heute zeige ich euch, wie man dieses Bild machen kann. Viel Spaß beim Zuschauen. Hier habe ich eine vorher bemalte Leinwand genommen. Die ist in so einem Blau-Türkis, die gefiel mir ganz gut. Und jetzt tupfe ich die einfach mal über. Dazu nehme ich einen ganz normalen Schwamm und tupfe die Farbe auf. Wie ihr seht, in dem Schildchen ist die Farbe nicht so gut gerührt. Das ist eine dicke weiße Farbe und eine flüssige graue Farbe. Und ich tupfe mit dem Schwamm beide Farben auf und vermische sie erst mehr auf der Leinwand selber. Jetzt habe ich hier so ein Grau-Weiß und da könnte noch ein bisschen mehr Weiß dazu. Deshalb gebe ich jetzt nochmal mehr Weiß in mein Schälchen und nehme nochmal einen anderen Schwamm, um euch zu zeigen, dass ein anderer Schwamm eben ein anderes Muster ergibt. Und das tupfe ich jetzt einfach mal damit dran. Und so habe ich zwei Farbmuster sozusagen. Wenn ihr einen Schwamm benutzt, dann macht ihn vorher unterm Wasserhahn nass und bringt ihn auch wieder richtig gut aus, sodass er eben nicht tropft. Denn so gibt er die Farbe gut wieder ab und saugt eben auch nicht so viel Farbe auf. Mit so einem Schwamm kann man sich auch richtige Wolkengebilde tupfen. Und jetzt nehme ich nochmal einen anderen Schwamm. Ich habe da noch so einen kleinen aus dem Drogeriemarkt, so einen Naturschwamm. Habe ich auch nass gemacht. Ich fringe ihn gerade nochmal ein bisschen aus, weil er zu nass war. Habe ich mir so ein bisschen was von abgerissen. Und wie ihr seht, kriege ich dann nochmal ein anderes Tupfbild mit. Und klar, könnte jetzt auch schon so ein Wolkenhimmel sein. So, wenn ich jetzt alles aufgetragen habe, ich lasse da oben die Ecke ruhig ein bisschen frei, dann habe ich Tiefe schon gleich im Bild. Dann nehme ich meinen Lieblingspinsel, den ich ja auch bei den Lasuren immer verwende, und verstreiche das Ganze nochmal ein bisschen, weil es mir zu unruhig ist. Ich will eben jetzt keinen Wolkenhimmel haben und verstreiche es in die ganzen Richtungen und bekomme es so alles etwas ruhiger. Der Pinsel, wie immer, der muss trocken sein. Jetzt verstreiche ich auch so ein bisschen die Farben nochmal ineinander. Das Grau mit dem Weiß. Und so wird alles ein bisschen ruhiger. So, wenn ich das jetzt verteilt habe, rühre ich meine Farbe nochmal auf, die ich eben hatte, und rühre die so auf, dass ich ein dunkles Braungrau habe. Also kein Schwarz. Ich nehme eher selten Schwarz. Ich habe eher das Kasslerbraun, das ist ein ganz dunkles Braun. Und damit habe ich jetzt eine dunklere Farbe angemischt und die trage ich jetzt nochmal mit einem anderen Schwamm auf. Den bekommt man auch im Drogeriemarkt. Der macht jetzt nochmal ein Muster, damit ich nochmal an der Oberfläche eine andere Struktur habe. Man kann aber genauso gut auch einen Lappen nehmen und den Lappen falten, trocken lassen und dann die Farbe auftupfen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Jetzt zeige ich euch das nochmal mit dem Lappen. Ich falte mir das Tuch richtig, lasse es auch eben, wie gesagt, trocken, gehe dann in meine Farbe und tupfe damit die Farbe auf.
Und damit schaffe ich jetzt nochmal eine etwas dichtere Struktur. Genau da will ich es halt eben ein bisschen dunkler haben und gestalte damit meine Farbfläche. Da fehlte mir jetzt noch ein bisschen was. Da kann noch ein bisschen was hin. Jetzt habe ich mir mal die Leinwand gedreht und ich finde, es sieht so aus wie so Bäume unter dem Himmel. Und ich gucke so ein bisschen durch die Blätter, das hat mich inspiriert. Und jetzt trage ich eben nochmal ein Weiß auf. Aber das Thema ist ja Ostern, das hat mich nur gerade hingerissen, das doch nochmal mir anders zu betrachten. Ich könnte jetzt Äste daraus machen. Das Ganze natürlich in anderen Farbtönen sieht auch nochmal anders aus. Aber ich bleibe immer spontan, gucke, was sich so ergibt und gestalte es dann weiter. Ja, also auch hier trage ich die Farbe mit dem Lappen auf. So, jetzt nehme ich nochmal einen noch dunkleren Farbton, um noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen in das Bild und tupfe so ganz leicht die Farbe auf. Jetzt habe ich eine Schablone und da ist so ein Häschen drauf und da nehme ich den Grundton, das Blau, nochmal nach vorne und mal einfach diese Schablone, dieses Häschen, weil es eben passte zu dem Thema Ostern, male ich das eben etwas aus. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach ein Häschen zeichnen, draufzeichnen mit einem Bleistift und das ausmalen oder drauf etwas anderes draufdrucken. Ja. Das bleibt euch völlig überlassen. Jetzt habe ich nochmal eine andere Schablone rausgesucht, weil mit Schablone ist es natürlich immer alles etwas einfacher. Man kann sie ranlegen, ausprobieren, wie sie passen und dann eben weiter das Bild gestalten. Genau, wo soll sie hin? Aber da unten kann eben, da ist der Schwerpunkt, da kann eben etwas hin. Genauso gut kann man natürlich auch sich einen Stift nehmen, da gibt es ja heutzutage so viel, einen Acrylstift nehmen und das Ganze auch etwas draufmalen, eine Ranke draufmalen und das zeige ich euch gleich nochmal. Und wie ihr seht, nehme ich da nochmal den ganz, ganz dunklen Farbton. Der ist hier noch ein bisschen heller, der trocknet nachher noch ganz dunkel ab.
So, jetzt nehme ich mal einen Acrylstift, gucke, ob meine Fläche trocken ist. Und da gibt es ja, wie gesagt, ganz viele. Dieser ist ganz, ganz fein in einem hellen Blau. Und jetzt probiere ich einfach mal so ein bisschen aus, mal so um die Ranke rum. Man sieht es kaum, leider auf dem Video. Aber es ist auch in Wirklichkeit, sieht man es nicht so doll. Ich rufe mich da gerade so ein bisschen ein. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen will. Und der Stift ist so hell, dass ich ihn gar nicht so doll sehe und probiere mich gerade selber so ein bisschen aus. Ziehe einfach ein paar Linien, ein paar Kreise. Ja. Natürlich kann man jetzt auch Ostereier malen. Ich male hier einfach mal eins hin. Und ihr könnt natürlich auch, wie ich euch das schon in den anderen Videos gezeigt habe, einfach einen Kreidestift nehmen und mit der Kreide das Ganze vorzeichnen. Denn die Kreide, die Pastellkreide, die lässt sich ja auch wieder gut abwischen. Hier nehme ich jetzt direkt den Stift, das kann ich auch noch wieder abwischen, ich weiß das. Wenn es mir gar nicht gefällt, nehme ich ein feuchtes Tuch und wische das Ganze wieder ab. Ostereier könnte ich drauf malen, Osterhasen, ich kann was drauf schreiben. Ich kann auch diese Fläche so gestalten, dass ich jetzt auch Buchstaben nehme und die drauf drucke. Da bleibt ein ganz, ganz viel offen. Ganz viele Möglichkeiten. Jetzt nehme ich mir den weißen Stift. Der ist jetzt kräftiger, das weiß ich auch. Und schreibe jetzt einfach mal was drauf. Zum Thema passend, Happy Eastern, fröhliche Ostern, was auch immer. Ihr könnt auch, könntet jetzt einen Spruch draufschreiben. Wenn es jetzt auch gar nicht zu dem Thema Ostern sein soll, könntet ihr auch so eine Grundfläche nehmen und da einfach was draufkrickeln. Kreise drauf machen, Muster drauf machen, was draufschreiben. Das bietet sich einfach an. Man kann es eben ganz floral gestalten. Und einfach was hinschreiben. Kann man auch die Kringel noch ausmalen. Die Ranken nochmal umringen, alles nochmal ein bisschen mehr rausholen. Das Hellblau sieht man eh nicht so gut. Da kann ich das auch das Ganze noch ein bisschen kräftiger mit dem Weiß machen. Oder nochmal Ostereier draufmalen. Alleine so Pünktchen, wenn man nur so Punkte setzt, das mache ich auch gleich nochmal, dann sehen auch so kleine Punkte ganz schön aus. Ein bisschen abgetrocknet. Das A sieht man auch kaum. Das zeichne ich nachher nochmal nach. Ja, und so gehe ich jetzt über das ganze Bild noch so ein bisschen, mal hier noch so ein bisschen mit dem Stift nach, mache nochmal ein paar Pünktchen, nochmal eine Blume. Da kann man sich auch gut Inspiration irgendwo holen. Diese Zentangeln sind ja auch so schön, sind so tolle Muster. Da kann man sich auch Inspiration holen und die da draufsetzen. Ja, das hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Soll euch eben auch als Inspiration dienen, dass ihr eben ganz einfach mit dem Schwamm arbeiten könnt, mit Schablonen arbeiten könnt, mit Stiften, mit Pinsel. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, viel Spaß beim Selbermachen.